Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder zurück bei Crowns and Pawns Kingdom of Deceit. Und wir müssten mit Milda wohl jetzt nach Italien reisen, so wie es aussieht, weil da ist anscheinend unser Vater. Warum auch immer, was er da macht. Gute Frage. Tja, das werden wir wohl rausfinden müssen. Jetzt müssen wir natürlich nur sehen, wie wir da hinkommen. Jo. Ein Siegel haben wir auf jeden Fall schon mal bekommen. Gucken, ob wir noch mit Joris irgendwas bereden können. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen... Naja, gut. Ein bisschen schick gemacht für Italien. So ein bisschen neuer Look. Ich dachte, wir ziehen uns mal ein bisschen was anderes an. Gut. Irgendwelche neuen Erkenntnisse haben wir hier jetzt nicht. Was wir mit diesen Ärmeln machen? Keine Ahnung. Und diesem ganzen Zeug. Kann man das eigentlich hier irgendwie... Yeah, I know they're ugly. But the invisible ink won't make them disappear. Oder hier sowas? No. Okay, werden wir sehen. So, na gut, dann sagen wir mal, geht's los. You ready? Ja, bin ich. Achso, Moment, muss ich noch was machen? Not yet. Hab ich das Bild noch nicht angeguckt. So you were doubtful about this portrait of Vitus? Yes, das hatte ich vergessen. The collector said it's fake. How do we know it's fake? Woher wissen wir, dass dieses Bild eine Fälschung ist? Wir brauchen jemanden, der mehr über Kunst weiß. Das werden wir nicht rausfinden. Es gibt keinen, der sich damit auskennt. Nein, 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 nein. Natürlich. Wir fragen Dana. I wonder if Dana? Dana? Dana. Richtig. Ich sollte sie per Video anrufen. So, mal gucken, ob sie jetzt ans Telefon geht. Eben wollte sie ja nicht. Klingel, klingel. Oh. Milda! Hey! Ein Live-Anruf, das muss ernst sein. Oh mein Gott, du hast keine Ahnung. Sag es mir. Übrigens ist Joris auch hier. Hey, Joris. Hey, Dana. Wir haben ein altes Gemälde. Du musst es dir ansehen und herausfinden, ob es eine Fälschung ist. Okay. Das ist also... Ja, es ist eine Fälschung. Woher weißt du das? Und schau dir die Details an. Schatten, Licht, Proportionen. Für ein solches Gemälde ist das angegebene Datum lächerlich. Also offensichtlich ein späteres Werk. Ja, wahrscheinlich kunstgeschichtlich, kann man dann sofort einordnen. 1430 und so wie es gemalt ist, wahrscheinlich 17. Jahrhundert oder irgendwie sowas, ne? Schätze ich mal. Wahrscheinlich hat Dana auch sowas studiert, weiß ich ja nicht. Sie malt ja, weil ich hatte auch irgendwas mit Kunst gemacht. Okay. Du bist genial. Ich weiß. Was hat's damit auf sich? Milda, ich will dich nicht drängen, aber wir sollten wirklich bald zum Flughafen fahren. Richtig. Ja, dann hör zu. Joris wird dir ein paar Bilder schicken. Ich muss los. Ich treffe mich morgen mit meinem Dad. Was? Du triffst dich mit deinem Dad und hast nichts gesagt? Ich werde dir später alles darüber erzählen. Oh, diese Spannung. Die sollte wirklich los, wenn wir das Flugzeug erwischen wollen. Warte, wonach suche ich? Weißt du noch, wie ich dir von der Sache mit der Krone erzählt habe? Schau, ob es irgendwas gibt, das dieses Gemälde mit der Krone verbinden kann. Ich habe sie gefunden. Die Krone ist auf seinem Kopf. Das ist nicht lustig. Ich komme noch zu spät zum Flug. Warte, ich glaube, da fehlt noch was. Was gibt's denn? Dein Sinn für Humor. Ach, Dana. Schon gut, keine Sorge, ich bin schon dabei. Danke, ich hab dich lieb. Okay, bis dann. Die geben sich sogar Küsschen. War wirklich Spaß, mit dir zu telefonieren. Keine Sorge, ich revanchiere mich immer. Also, wenn du bereit bist, lass uns gehen. Okay, dann... Können wir gehen? Ja. Let's go. Während du weg bist, könnte ich vielleicht einen Blick auf das Siegel werfen, das du gefunden hast. Es könnte etwas mit dem Gemälde zu tun haben. Ja, hier, schreib mir, wenn du etwas Wichtiges findest. Und ja, mache ich. Und jetzt lass uns das Flugzeug erwischen. Ah, mit dieser Stress. Aber es geht flott. Also, diese Reisezeit, das haben sie aber wirklich gut gemacht. Da muss man überhaupt keine Zeit verplempern. Mit sinnlosen Hin- und Herreisen. Geht natürlich auch ein bisschen schnell dadurch, aber gut. Oh, cool. Also für mitten was sind wir jetzt eigentlich? Rom? Nee, wo? Ist es natürlich was leer, ja. Piazza del Campo, okay. Quattro Cantoni. Im vierten Kanton sind wir hier. Quattro Cantoni. Vierter Kanton? Ist das ein Distrikt oder sowas? District or something?
Ah, die übliche Wolfstatue kennt man ja. Romulus und Remus und so. Ein Wolf und zwei menschliche Säuglinge. Ich glaube, von der Legende habe ich irgendwo gehört. Ein Schild. Ah, ich verstehe dieses Schild nicht. Parken, aber nicht wirklich. Roller, die sehen cool aus. Schöne Farben. Ein italienischer Nationalschatz. Überhaupt ist das Bild immer sehr schön bunt und gut ausgeleuchtet. Alles hell, freundlich, das gefällt mir. Banner. Was ist, hat es damit aus sich? Findet hier heute eine Art Fest statt? Wo sind die alle? Und hier schon ja ein paar Leute zu sitzen im Café hier. Mehr scheint es dann hier nicht zu geben, oder? Ne. Diese Banner gibt es hier überall. Na gut, dann gehen wir mal zum Piazza del Campo und gucken wir mal, ob wir da unseren Vater treffen. Oha. Oder nicht. Wow, die ganze Stadt ist hier. Mein Dad sollte auf dem Balkon sein. Ich schätze mal, das ist er nicht. Was ist hier los? Aha. Jetzt. Oh, diese Ziege sieht verdächtig aus. Wer weiß, was sie denkt. Okay. Hier ist auch so ein Banner. Ach, hier gibt es ja nicht irgendwie so Banner. Oh, überall Banner. Irgend so ein Rennen oder was war das? Eine Wasserstoffflasche. Und das ist Helium. Ah, ja, genau. Gas tank filled with hydrogen. The usual choice for die übliche Füllung für Katastrophen. Helium. Gasflasche gefüllt mit Helium. Die übliche Füllung für Balance. Oh, kann man sich also aussuchen. Katastrophe oder Ballon, okay. Ballon. Warum habe ich das Bedürfnis, ihn platzen zu lassen? Wir können mal mit dem Ballonverkäufer reden. Business must be booming for him. Hi. Hi. Oh, ciao, ragazza. Möchte seine Ballon. Nicht wirklich. Was ist hier los? Palio di Siena, das berühmte Pferderennen der Welt. Ach so. Ah. Gut, ist ja keine Ahnung. Sagen wir mal, können Sie mir mehr über das Rennen sagen? Can you tell me more about the race? Es werde mir ein Vergnügen. Seit dem 14. Jahrhundert messen sich die Distrikte ob Contrade bei diesen legendären Pferderennen. Palio di Siena. Die Jockeys reiten ohne Sattel um den Piazza del Campo und die Contrada, die gewinnt, zeigt danach die Schadenfreude vor ihren Rivalen. Das ist eine ziemlich große Sache. Was macht die Ziege hier? Ich glaube, die hat jemand als Maskottchen für eine der Contrade mitgebracht. Und was hat's mit den Gasflaschen auf sich? Nur mal so nebenbei? What's with the two different gas canisters? Oh, H ist Helium und H E ist für Wasser. Moment, andersrum, oder? H ist Wasserstoff und also ich wusste nicht mehr, was was ist. Also habe ich jeweils eine bestellt. Die halten beide die Balance in der Luft, also kaum Unterschied. Oh, der hat sich also in seinem Job wirklich gut eingearbeitet. Gut, das eine ist Knallgas und das andere macht die Stimme hell, aber uff. Komme ich jetzt hier rauf? Schätzt mal, hier oben sitzt jemand. So, oh, dann ist das Geheimnis der verschwundenen Leute gelöst. Nee, ich komme an der Ziege nicht vorbei. Hey, kannst du dich mal bewegen? Ich denke, das war nein. Moment, vielleicht können wir ihr den Apfel. Ah, oder? Dann haben wir den verschwendet. Die Ziegen sind doch Allesfresser. Wir können ihr vielleicht einen Ärmel geben. Ach komm. Ich hätte den gegeben. Die hätte den gefressen. Die fressen auch Haare, alles. Autsch! Du hast die Hand abgebissen. Oh, geht's dir gut. Knirsch.
Ja, danke. Okay, dann gehen wir mal auf den Balkon. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Dad? Das sieht interessant aus. Wie sich das bewegt hier. Aber Moment mal. Das ist doch nicht Dad. Das ist der Großvater. Oder sind es... Sehen die alle gleich aus in der Familie? Hallo? Wir werfen nochmal einen Blick auf die Rennstrecke, wo wir gerade hier sind. Sieht aus, als ob das Rennen gerade anfängt. Ach, hier sind noch Pferde, habe ich gar nicht gesehen. Ah, sehr detailliert hier. Hübsch. Rennstrecke. Okay, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ist das mein Dad? Ich muss mit ihm reden. Anscheinend hat sie ihn noch nicht erkannt von hinten. Verzeihung. Hallo, Milda. Moment. Opa? Setz dich, Kind. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ich bin sicher, du bist genauso überrascht, mich zu sehen, wie ich überrascht bin, dich hier zu sehen. Weil ja schon in dem Erbschaftsbrief, den ich bekommen habe, stand, dass du tot bist. Ich hatte erwartet, meinen Dad zu finden. Ah, das ergibt jetzt alles Sinn. Ich täuschte meinen Tod vor, verlasse das Land, du bekommst den Brief, findest meinen Hinweis und jetzt sind wir hier. Ich bin sicher, du hast, Fragen? Oh, das ist eine Untertreibung. Ja. Wo ist Dad? Ich wünschte, ich wüsste es, Milda. Wir hatten nicht die besten Beziehungen zu deinem Vater, als er aus den Staaten zurückkam. Er wollte nur die Krone finden. Er war ein bisschen distanziert, fand ein paar Hinweise, von denen er dachte, sie wären was, und dann verschwand er eines Tages. Verschwand wohin? Ich vermute, er wurde von denen mitgenommen, die immer noch nach der Krone jagen. Danach habe ich meine Forschung für lange Zeit pausiert. Viele Jahre später, angesichts des politischen Klimas, dachte ich, es wäre sicherer, es wieder zu probieren. Aber ich lag falsch. Sobald ich begann, Fragen zu stellen, kam ein Ex-KGB-Agent zu meinem Haus. Deshalb musste ich fliehen und meinen Tod vortäuschen. Ja, logisch. Warum bist du hier in Italien? Sigismund von Luxemburg war die einzige Spur, die ich hatte, nachdem ich aus Litauen geflogen war. Ist jeder meiner seiner Residenzen. Also nahm ich an, es gäbe ein paar Hinweise, wohin die Krone verschwunden ist. Hast du was gefunden? Naja, in einem Brief an den Papst, den ich hier in der Bibliothek von Siena gefunden habe, hatte Sigismund einen kurzen Abschnitt über Vitautas geschrieben. Er wird die Krone nehmen und all die Kräfte, die mit ihr kommen, um alle um ihn herum zu beeinflussen. Wenn einst seine Herrschaft endet, wird er keine Erben haben. Die Polen werden geschwächt sein, Litauer werden unter sich um die Krone kämpfen und wir werden keine Bedrohung aus dem Osten mehr haben. Okay. Was ist mit Projekt Koschei? Was ist mit Projekt Koschei? So dumm sich das anhört, der KGB hatte ein Programm, das Artefakte mit einzigartigen Fähigkeiten untersuchte. Die Krone von Vitautas war eines ihrer Ziele. Soviel ich herausfand, vermuteten sie, sie könnten die Gedanken anderer an ihrer Träger binden. Was hatte Dad damit zu tun? Ich schätze, der KGB fand heraus, dass er mehr über die Krone wusste und wollte ihn verhören. Ups, ja, klar. Warum hat Dad heidnische Tempel erforscht? Ich würde mir überhaupt mal was fragen, was mit diesem Vater los ist. Ich bin nicht ganz sicher. Er interessierte sich dafür, sobald er aus den USA zurückkam. Diese angestrichenen Worte, die du im Gedicht über Vitautas gefunden hast, sie waren die letzten Nachrichten, die ich von deinem Vater bekommen habe. Er sagte, sie führen zu der heidnischen Krone. Ich habe nie herausgefunden, wie. Und warum hast du die ganzen Hinweise hinterlassen? Naja, du warst irgendwie meine letzte Hoffnung. Wenn alles andere versagt, dachte ich, bist du vielleicht bereit für die Aufgabe. Ich habe nicht erwartet, dass du von meinem, naja, tatsächlichen Tod ankommst. Und dass du, aber dass du es bist und nicht nur das, du hast es geschafft, meine Spuren zu verfolgen und sogar neue zu finden. Ich bin beeindruckt, Milda. Du bist zu einer sehr fähigen jungen Frau herangewachsen.
Okay, ich schätze, jetzt ergibt alles ein klein wenig mehr Sinn. Hast du das Gemälde von Vlad bekommen? Ja, was ist daran so wichtig? Naja, ich bin selbst nicht sicher, aber dein Vater war überzeugt, dass es etwas mit dem Aufenthaltsort der Krone zu tun hat. Hast du irgendwelche Siegel gefunden, Milner? Nur eins, das ist zu Hause bei meinem Freund Joris. Ich hätte noch ein weiteres gefunden, aber es gab ein paar Komplikationen. Ich konnte das mit dieser Statue der St. Katharinenkirche nicht selbst herausfinden. Na, ah, St. Katharinenkirche. Wie bist du reingekommen? Hast du meine Hausschlüssel? Ja. Dann solltest du auch den Schlüssel zur St. Katharinenkirche haben. What? Während ich nach dem Siegel suchte, habe ich an ein paar Kirchen als Nachtwächter gearbeitet. Erst in der Kirche des Heiligen Johannes und dann in der St. Katharinenkirche. Ich hätte das Siegel dort bekommen können, aber mir kam leider mein zeitlich ungünstiger vorgetäuschter Tod dazwischen. Weißt du, wessen Siegel du gefunden hast? Ich glaube, das war Albertas... Wie hieß er nochmal? Albertas Gustotus? Gustotus, genau. Gut, das stützt meine Theorie. Welche Theorie? Dass er die Krone im Besitz des Großkanzlers war. Weißt du, das Siegel, das ich gefunden habe, das fälschlich als Kerzenständer beschriftet war, war das von den Radvilas. Eine extrem einflussreiche Familie. Sie hatten eine Menge Großkanzler in ihrer Linie. Stimmt, ja. Hast du zufällig die Liste, die ich im Manuskript hinterlassen habe? Ja. Lass uns mal schauen. Dass es drei Siegel waren, glaube ich, das letzte Siegel wird um ein besseres Verständnis vermitteln, wer die Krone tatsächlich hatte. Das ist aber nicht so einfach. Die Siegel sagen uns den Familienstamm, aber nicht die Person selbst. Deshalb müssen wir das letzte Siegel finden, Milda. Ich muss die Familienzusammenführung unterbrechen, aber... Was soll ich sagen? Ich finde es toll. Professor, was ist hier los? Du warst lange eine schlaue Ratte im Kanal, Rokash. Dankenswerterweise hat mich dein Enkeling zu dir zurückgebracht. Das ist der Ex-KGB-Agent Abschaum, von dem ich gesprochen habe. Hat er schon Gelegenheit, dir zu sagen, was mit deinem Vater passiert ist, Milda? Was meint er? Alles, was aus seinem Mund kommt, ist gelogen, Milda. Nein, nein, du willst es nur nicht glauben. Aber das geht mich nichts an. Genug rumgetänzelt. Gib mir das Siegel, Rokash, oder ich werde dich erschießen müssen. Eine Pistole in einer Brieftasche? Wie originell. Repariere nichts, das nicht kaputt ist, Rokash. Jetzt her mit dem Siegel. Denkst du wirklich, wenn du dumm genug ist, hier mitzubringen? Wenn du mich erschießt, ist es vorbei, dann bekommst du gar nichts. Du hast recht, wir können es uns nicht leisten, dich zu verlieren, aber was ist, wenn ich sie erschieße? Sie ist entbehrlich. Hallo? Wow, 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 ich bin nicht entbehrlich. Ruhe, hier unterhalten sich Erwachsene. Hier sind zu viele Leute. Genau in einer Minute wird es weniger sein. Und dann muss ich nur noch eine Menge untertauchen. In der Menge untertauchen. So. Willst du den klassischen Countdown oder folgst du es, ohne einen zu kooperieren? Was ist dabei für dich drin? Das Projekt war ein Fehlschlag. Es war kein Fehlschlag, es wurde nur nicht abgeschlossen. Wenn ich irgendwas mache, dann jetzt, wo sie sich streiten. Was kann ich denn machen? Ich kann nur... Oh, ist das nicht der Typ aus dem Reisebüro? Den Typen haben wir schon mal gesehen. Der Typ sieht noch ärger aus. Die Ziegel. Na toll, wir kommen hier also nicht weg. Der KGB ist tot. Er wird nie tot sein, Rocker. Er hat nur seinen Namen geändert. The Soviet Union collapsed. It's over. Those apples look real tasty. Jetzt habe ich noch einen Apfel. What a beautiful red apple. Ah, an age-old temptation. Good. You won't get away with this. Once I have all the pieces, it won't matter. Was können wir jetzt machen? Truly believe in what you say? Wir kommen hier nicht runter. Wir haben erstmal den. Gut, mit dem alten Typen waren wir vielleicht fertig, aber hier unten stehen seine zwei Schläger. Können wir irgendwas machen, dass die Ziege die ablenkt? Können wir die hier auf den drauf werfen? Ich bin kein Baseballwerfer, ich kann den Apfel nicht krümmen. Okay. Kann man den auf die Ziege fallen lassen? Plumps. Knirsch.
Knirsch, knirsch. Ja, das war jetzt erfolgreich. Supernatural abilities? That's ridiculous. I have a lot of proof that says it isn't. Okay, wir können also unbegrenzt Äpfel nehmen. You can't be serious about it. I've been after this for a... It looks like the race... I am more than serious about it. Ein Rennen. The KGB's dead. It's never dead, Rokas. It just changed names. The Soviet Union collapsed. Is anyone else bothered that these things never light up from the first flick? The lighter doesn't need a refill. Das ist, ah, okay, das ist voll. Wir müssen irgendwas machen, dass die Good. Alle hier ablenkt. Können wir den Apfel hier auf diese Flaschen fallen lassen vielleicht? Bis das Gas dann aufgeht. Bei Helium dürften zumindest alle interessante Stimmen bekommen. Plump. Okay, das geht. Die Ziege hilft uns. Knirscht. Gummi knirscht. Schau, wir! Okay, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, ich dachte. Die hat den Schlauch abgefressen, kann das sein? Okay, wir brauchen einen neuen Apfel. Zufällig steht hier eine Schale. Das sind wieder so Rätsel, wo man denkt, wer kommt auf sowas? Warte mal. Hier drauf. Plomp. Knirsch, knirsch. Metallisches Geräusch. Okay, die kommt da dran. Gas tank filled with helium. The usual choice for balloons. Who knows what it's thinking? Womit ist der gefüllt? Why do I have an urge to pop it? Okay. Supernatural abilities? That's ridiculous. I have a lot of proof that says it isn't. Okay. Dann nehmen wir mal die Obstschale. Jetzt müssen wir noch mal kurz ein bisschen Zeichentrickfilmmäßig denken, sage ich jetzt mal. Das wäre jetzt das Absurdeste, was man machen könnte hier. Da der Mann nicht weiß, was er tut, könnte es durchaus sein, dass er hier Wasserstoff reingefüllt hat. Bei Helium saugt der Schlauch ab. Ich habe jetzt gar nicht mehr so im Kopf oder mitgekriegt, ob die Ziege den abgefressen hat oder ob das schon unten war. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass er hier Wasserstoff angefüllt hat. Und Wasserstoff als Knallgas? Wie zwei Jahre aus dem Physikunterricht. Das macht dann Bumm. So. Das heißt, wir müssen diesen Ballon zum Explodieren bringen. Und der würde uns dann vielleicht Ablenkung verschaffen, weil die ganze Menge dann hier ausflippt und vielleicht alle ablenkt. Weil wenn es einen Knall gibt, die haben ja hier ein Rennen, da hinten stehen die Pferde und warten, dann denken die, dass das Rennen losgeht und dann reiten die los, alle jubeln, schreien. Dann haben wir vielleicht genug Ablenkung, um hier vielleicht abzuhauen. Und wenn der Ballon explodiert, ja, vielleicht macht das ja auch noch Feuer oder was weiß ich. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ist nur die Frage, ob wir es, wie wir das machen können. Wir können wahrscheinlich nicht das Feuerzeug hier drauf werfen, ne? Okay, dann müssen wir es anders machen. Geht das? Plumpf. Knirsch. Ja! Oh Gott! Oh Gott! Schnell, schnell, schnell!
Wie ein Balocino. Funziona. Ach, noch eine Pop. Ah, also war Helium drin. Why do I have an urge to pop it? Jetzt wissen wir, dass Wasserstoff drin ist. Okay. Aha, dafür war das jetzt gut. So, dann versuchen wir das nochmal. Alter, verdammt. So. Supernatural abilities, that's ridiculous. Wie lange reden wir noch, die zwei? Also, könnte noch eine Weile dauern. Kann ich jetzt hier unten hinklicken? Mensch, ich klicke dauernd auf ihren Hintern. So. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Klopp. Jawohl. Schnell, Ziege. Beziehungsweise ich muss schnell sein. Oh, jetzt. I don't want to burn that. Ho, ho, ho. Shit. Ich war zu langsam. Ich darf es nicht in der Hand halten. Okay, nochmal. Wir haben ja zum Glück viele Äpfel. Okay, er hat schon wieder. Okay, nachgefüllt. Das ging immer flott. So. Jetzt müssen wir ganz schnell nach oben. Schnell nach oben. So, you're planning to be king of the world? You're catching on. Zu langsam. Mist. Nochmal. You won't get away with this. Once I have all the pieces, it won't matter. Bis man das. Das ist doof, ey. You truly believe in what you say? There are many things you don't know. So I wouldn't expect you to understand. Steuerung ist ein bisschen hakelig. Komm. Wenn man das in der Hand hält, kommt man nicht nach oben. Okay, das dann nicht. Du musst die Szene abwarten und schnell sein. So, nach oben, nach oben, nach oben. I don't want to burn that. Supernatural abilities? That's ridiculous. Couldn't reach it. Mist! Nochmal. You can't be serious about it. I've been after this for over 40 years. I am. So, nachfolgende Sendungen verschieben sich nochmal um einen Tag. The KGB's dead. It's never dead, Rokas. It just changed things. Couldn't reach it. Das ist echt scheiße. Wenn das aus ist, kannst du es nicht direkt wegklicken. If we'd had the crown, that wouldn't have happened. So you're planning to be king of the world? You're catching on. You won't get away with this. Once I have all the pieces, it won't matter. Da! Jawohl! Oh, der ist auf den beiden Trotteln gelandet. Du Trottel, hol das Siegel von dem alten Mann! Schnell, auf den Roller! Was? Ich brauche dafür nicht einen Schlüssel? Sieh nach, manche von denen haben Damages Digitalschloss. Die sind einfach zu knacken. Okay. Motorschnurr. Ich versuche es, ich hab's noch nie gemacht. Steig auf den Roller und fahr, Milda, ich hol dich ein. Opa? Hey, du zweiklassiger Gangster, kannst du nicht mal einen alten Mann fangen? Ja, ein bisschen schlecht, wenn man so Gewicht hat, ne? Okay. Wie mach ich das Scheißding jetzt an? Oh, ich muss mich beeilen. Tja. Hä, was ist das für ein Ding? Stift? Ach so. Ach, das ist dann so ein Trickschloss oder was? Da müssen wir irgendeine Kombination haben und dann funktioniert das oder wie? Motor schnurrt. Der geht nur in die Richtung. Da muss man irgendwie die Dinger verstellen. Aber wie?
Hm. Ah, okay. Eins ist anscheinend richtig. Hm. Aha. Zwei sind richtig. Nee. Das ist so ein Trial and Error Rätsel. Das geht mir immer auf die Nerven, muss ich sagen. Aber okay. Jetzt! Holla, die Waldfee! Und jetzt weg hier! Okay. Oh, 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 oh. Weg ist sie. Ui, Action! Oh, endlich ein Moment Frieden! Milda! Opa! Er ist immer noch hinter uns her! Komm her, Milda! Ich versuche sie von dir abzulenken! Ah! Soll ich das machen? Das werden sie nicht schaffen! Gib's her! Steuere ich das Ding denn? Ah, okay. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. You need to get close to him to get the seal. Schuft. Mm-hmm. Milda. He's preventing me from getting closer to Grandpa. I need to find a way to separate them. Milda, drive closer. You need to take it from me. Ja, wenn ich wüsste, wie man hier beschleunigt, weil es gibt hier irgendwie keine Steuerung so richtig. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. You need to get close to him to get the seal. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. Ich versuch's, ja. Hm. Wenn ich neben den käme, könnte ich ihn gleich wegkicken. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going in. Ah, so. Okay, dann müssen wir erstmal rausfinden. He's preventing me from getting closer. Ich muss irgendwie neben ihn kommen. Milda, drive closer. You need to get close. You need to get close to him to get the seal. Milda, drive closer. Oh. I can barely keep up with them. Ein bisschen aufholen. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. You need to get. Milda. The scooter is damaged. He's preventing me from getting closer to Grandpa. You need to get. Drive closer. The scooter.
Mist, ich kann doch nicht wirklich Gas geben, das ist blöd. Ich komme nicht hinter die. Das ist echt blöd. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. The scooter is damaged. I can barely keep up with them. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. Hm, wie soll denn so aufhören? Das ist schwierig. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. Milda. Irgendwas im Inventar, was wir machen können. Milda, drive closer. You need to take it from me. She's not going anywhere. Hand it over. I don't see how that would work. The scooter is damaged. I can barely keep up with them. Milda, drive closer. You need to take it from me. I don't want to cut you. Hand it over. Hmm. Ich will die Kiste auftanken. No. In den Brand stecken. Der Schaufel anschlagen. Ja, ich habe nicht so viel, was ich da machen könnte. Kann ich das anzünden? Milda, drive closer. She's not going anywhere. Hand it over. Hä? Ich glaube, Hupen? Milda! Was bringt das denn? Milda, drive closer. You need to. Erschreckt er sich. Er hat ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, aber okay. Jetzt hat er wieder nicht gehupt. Links, rechts, links, links, links. Oh, warum geht das denn nicht? So eine scheiß Steuerung.
Take it, Milda. Got it. Now it's all in your endlich. Oh, she's not going anywhere. Yes, she is. Good luck, kid. Okay, sie fährt jetzt direkt mit dem Moped weiter. In den Flieger. Direkt nach Litauen. Was ist jetzt? Yeah! Worte, Dana, Worte. Also, ich habe Alfred die Skizze gezeigt. Ich habe dich voll mies mit einem Hockeyschläger gezeichnet, mit fehlendem Zahn. Was? Wie hast du mich gezeichnet? Keine Sorge, ich bin auch drin. Es war so eher... Ich war so eifersüchtig, dass du den ganzen Spaß ohne mich hast. Na toll, Spaß? Ich weiß, es ist total unorthodox für mich, aber hey, jeder, dem ich es gezeigt habe, mochte es bis jetzt. Okay, mit einem fehlenden Zahn? Ich glaube, ich habe die Freude am Experimentieren wiederentdeckt. Da bin ich mal froh, über meine Komfortzone hinauszugehen. Übrigens, wir haben das Gemälde untersucht. Okay. Wo bist du jetzt? Gute Frage. Ich bin gerade aus Italien eingeflogen. Warte, hast du deinen Vater schon getroffen? Nein, aber halt dich fest, mein toter Opa ist wieder zum Leben erwacht. Okay. Dein Opa lebt, mein Blau. Wie war das Wiedersehen? Wir wurden von einem Ex-KGB und Agenten überfallen. Ansonsten war es okay. Was? Willst du mich veräppeln? Tja, was hast du getan? Explosionen, Phew, Kämpfe, verdammte Action-Sequenzen und Motorrelei. Echt jetzt? Echt jetzt? Du verarschst mich doch, oder? Ja, wenn wir das könnten. Opa sagte zu mir, nimm das Siegel. Und der Gangster sagte, auf keinen Fall. Wir prügelten uns während der Fahrt mit den Fäusten. Naja, also, oh, ja, ein bisschen. Ich hätte vor allem fast die Tastatur verprügelt hier. Und dann? Mit wahnsinnig guten Taktiken gelang es mir, die Gangster gerade lang genug aufzuhalten, um mir das Siegel von Opa zu schnappen. Natürlich. So war's. Haben wir alle gesehen. Vor allem haben wir viel rumgehobt. Unnötig. Hoch. Was jetzt? Wow. Das ist eine verrückte Geschichte. Dann schaute mich Opa tiefgründig an und sagte, viel Glück, Kleine. Und krachte in den Roller des Schlägers, sodass ich Zeit hatte, daran zu entkommen. Heilige Macaroni, ist er okay? Keine Ahnung, er antwortet nicht auf meine Nachrichten. Aber wie ich ihn kenne, wette ich, dass er einen Weg daraus gefunden hat. Gibt es Neuigkeiten zu dem Gemälde? Naja, ich habe zusammen mit Dinah ein paar Nachforschungen angestellt, aber wir wollten nichts durcheinander bringen, bevor du zurück bist. Gut, dann rufen sie an und sehen, was wir haben. Heilige Macaroni, ja, also, jetzt hätte ich aber noch gerne mal gewusst, was wir da... Wow, das ist eine verrückte Geschichte. Okay, das war alles, was sie noch geschrieben hat. Schade, dass das schon ausgeblendet ist. Das geht ein bisschen zu schnell. Auch die Dialoge sind mir ein bisschen zu schnell weg. Und kann sich schlecht vorlesen manchmal. Und es viel zu schnell geht. Und auch selbst, wenn ich das nicht vorlesen würde, wäre es mir manchmal zu schnell, bis ich das gelesen habe. Da könnte man das irgendwie, kann man leider nicht einstellen, dass man sie ein bisschen länger lesen kann. Oder dass man sie erst, dass sie erst alle weggehen, wenn man sie weggedrückt hat. Also wenn die ihre Untertitel reden, geht es manchmal ein bisschen zu schnell. Aber okay. Und die Steuerung eben von diesem Rennen, die war absolute Scheiße, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, das hätte man besser machen können. Das finde ich jetzt idiotisch. Aber gut, das ist halt manchmal so bei Point-and-Click-Adventures, dass da irgendwo immer was hakt. Man hat abstruse Rätsel, mit denen man nicht weiterkommt. Oder die Entwickler hatten Ideen und dachten, na, da kommt bestimmt jeder drauf. Und du denkst, what the fuck, das passt überhaupt nicht. Sowas gibt's immer. Oder die Steuerung hakt, weil man diesen einen kleinen Pixel nicht gefunden hat, den man drücken muss, wo der Entwickler wahrscheinlich sich totlacht, weil die Nutzer alle so dumm sind. Also, das war mir jetzt überhaupt nicht schlüssig, was man A, was man machen muss und B, wie man dann dieses Scheißding steuern soll, weil es die ganze Zeit nicht reagiert hat auf die Mausklicks. Und da wird man ein bisschen,
Bisschen wahnsinnig. Aber okay. Ich meine, war eine schöne, rasante Action-Sequenz. Die hätte man aber schöner machen können letztendlich. Weil diese Steuerung versaut es dann so ein bisschen. Also da muss man ein bisschen Geduld haben, aber irgendwann geht's ja. Und letztendlich in diesem Spiel geht es ja ansonsten relativ flott voran. Es gibt andere Spiele, wo man da wirklich lange am Knobeln und am Rätseln ist und sehr viel unnötig hin und her läuft und ja, komplett immer zurücklatschen muss und nochmal von vorne mit den Leuten reden. Das hat man hier jetzt nicht, das geht ja alles relativ fix. Aber so manche, also das hätten sie wirklich schöner machen können. Das war jetzt nervig. Okay, dann müssen wir jetzt mit Dana reden. Wir haben jetzt eine neue Erkenntnis über das Bild. Radvilas Siegel. Ja, hat man vorher nicht ein anderes? Achso, das ist das Neue jetzt, das wir haben, ne? A seal with a symbol of three horns. Können wir ihm das nochmal zeigen? Why don't we give Dana warum rufe ich Dana an, damit sie sich das Gemälde anschaut? Okay, das machen wir aber jetzt nicht. Wir machen es in der nächsten Folge. The Crowns and Pawns, Kingdom of Deceit. Und so. Und dann schauen wir mal, was Dana zu unserem Bild zu sagen hat. Man kann sie nie gerade hinstellen, ne? Dass man einen anguckt. Jetzt. So, weil wenn sie immer wegguckt, ist immer ein bisschen blöd für den Abschiedsscreen hier. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Aber hat euch nicht zu sehr genervt hier mit dieser Verfolgungsjagd, aber mich schon. Ich habe dann die meiste rausgeschnitten, habe dann 6 Stunden lang mit diesem Roller gefahren, aber okay, muss auch Opfer bringen. Dann hoffentlich guckt ihr weiter. Ich möchte gerne wissen, wie das Rätsel hier auf jeden Fall ausgeht und ich hoffe ihr auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bye bye.